Hey ho, der Vorbuddler meldet sich wieder aus Bad Schönfels. Und während uns draußen hier noch so ein paar Skelette belagern, sagen wir mal, da pfeifen wir mal drauf. Ne? Und mir fällt ein, ja, ich war sowieso auf dem Weg in die Amy Winehouse Höhle. Das wisst ihr wahrscheinlich aus der letzten Folge noch. Da habe ich das kurz erwähnt und irgendwelche Sachen eingepackt. Das Wichtigste habt ihr noch gar nicht gesehen. Ja, das ist ja. So geht's los. Und jetzt sind wir mal ganz gespannt. Ja, hier müsst ihr jetzt nicht auf die Schmuddelecken gucken, ne? Das ist, wird alles noch gemacht. Ja, aber seht euch das mal an hier. Ja, hallo, ne? Der Bahnhof der Amy Winehouse Höhle ist fertiggestellt. Jedenfalls. So richtig hier mit Vorrichtungen. Dann haben wir hier so eine Tür in den Keller. Ja, da habe ich hier unten auch noch ein bisschen was Lager hingestellt. Hier ist nochmal, da geht's nochmal richtig runter in so einen Gruselkeller. Da wollen wir gar nicht hin, da habe ich jetzt Angst. Machen wir so. Zack, jawoll. Auch nach oben geht's dann hier in diese Pilzfarm. Alles abgedeckt hier mit ihr seht das schon. Mangelwares. Pilze, sehr, sehr gut, gute Idee. Ich glaube, das sollte ich vielleicht auch übernehmen in meinem Texture Pack, so in dem Stil. Ja. Gut. Zu. Laufe ich mal den Track ein bisschen zurück, um euch zu zeigen, was ich gemacht habe. Natürlich hier die Startvorrichtung. Mit dem Knopf hier, ja, der ist unterirdisch, geht es dann da Redstone, bla bla bla, hinten lang. So, und dann bin ich hier, komme ich hier mit Schwung, das habe ich genau ausgemessen. Und natürlich müssen wir ja Booster-Tracks hier sparen. So, hier habe ich immer so 1-2 Schienen zwischen den Booster Tracks, damit wir diese enorme Steigung hier hinbekommen. Und die sind auch alle fortwährend aktiviert, diese Booster, durch eine unterirdische Redstone Torch. Jetzt habe ich keinen Schönstein da, das kann ich euch nicht zeigen. Das könnt ihr euch aber vorstellen, dass da drunter habe ich halt eine Redstone Torch eingebaut. Hier ist noch ein Nebenausgang, da könnt ihr sehen, wo wir hier sind. Ja. Eingang, ganz normal, manuell. Ja, machen wir einfach mal hier so einen kleinen Rundgang. Laufen wir hier mal rein, den normalen Eingang zur Amy Winehouse Höhle. Hier mal ein kleines. Ich bin doch hier immer runtergelaufen und dann so voll. Oh, hallo! Ja, hallo, dem voll in die Arme wollte ich sagen. Wo der schon wieder herkam, da habe ich das Loch da oben zugemacht. Ja, okay. Okay, gut, wissen wir Bescheid. Meine Güte, noch mehr Fackeln kann ich ja gar nicht aufhängen. Ja, das ist da schon langsam ein bisschen. Ja, das ist ja schon völlig unrealistisch. Ne? Nein, aber das war mir wichtig, dass ich hier irgendwie ein Gelände habe, wo ich dann einfach so gegenrenne und dann bin ich schon richtig auf den Leitern drauf und brauche mich nur noch rutschen zu lassen und dann bin ich unten. Und guck mal, so kommen wir dann jetzt hier in den Bahnhof. Eine sehr schöne Sache. Ja, das war dann, hier ging es hoch. Habe ich euch gerade gezeigt. Und dann ging es hier hinter der Kurve nochmal hoch, aber dann nicht mehr ganz so weit, glaube ich. Nur 6 Felder, ja. Auf jeden Fall hier das Gleiche. Das ist am schönsten. Also schöner, als wenn man die Redstone Torch da so nebenbaut. Ach, ich zeige euch das jetzt trotzdem mal. Das ist ja jetzt auch egal. Wo habe ich die denn hingebaut? Seht ihr, hier drunter. Ne? Das reicht da. Und darüber der Booster. Und dann ist der immer aktiviert und powert euch da hoch. Überhaupt kein Problem. Ne? Runter sowieso nicht, das ist auch gar nicht so, das wirkt gar nicht so blöd, wenn man runterfährt. Man wird ja auch nicht unendlich schneller in Minecraft, sondern irgendwann hat man ein Höchsttempo erreicht. Und das ist dann auch bei Gefälle, bleibt das dann immer einfach so. Ne? Karre lasse ich jetzt da stehen. Wir laufen runter in die Amy Winehouse Höhle, in die Haupthöhle. Beziehungsweise in die Slime-Höhle, ne? Schwer zur Hand. Da sollte man auch nochmal vielleicht aus dem Glas drüber ziehen oder sowas, ne? Ich gucke hier nur mal ein bisschen nach dem Rechten und hatte noch unten so eine Idee. Da wollte ich ja eben mal wieder ein bisschen was anfangen, ne? Und zwar war doch die Idee eines unterirdischen Dschungels oder sowas, ne? Und jemand meinte, da böte sich ja die Slime-Höhle hier unheimlich an.
Ich höre irgendwelche komischen Geräusche, die jetzt, glaube ich, kein Slime waren, sondern irgendwas. Ich renne mal eben rein. Ja, ist keine Slime-Höhle, kein Slime zu sehen gerade. Macht auch nichts. Auf jeden Fall habe ich vor, überall zwischen diesem Bedrock Erde aufzufüllen. Ne? Also die erste Schicht Stein wegzuhauen und da überall Erdboden rein zu tun. Um den dann zu bepflanzen, um hier vielleicht auch nochmal so ein kleines Wasserspiel oder so einzubauen. Bloß damit man schon mal ein bisschen was Dschungelartiges macht. Die Wände sollten wir dann auch verkleiden. Da ziehe ich dann Holzbalken rein. Oh. Habe ich jetzt keine... Ne, habe ich nicht dabei. Aber in der Kiste, glaube ich. Ich habe in der Kiste, glaube ich, noch... eine Silber-Axt, Hacke. Und das wird uns dann helfen. Dann können wir den Redstone auch mitnehmen. Das ist ja jetzt dann, das ist dann zu blöde, wenn man den dann liegen lässt. Also, wer weiß, was wir alles noch bauen. Ne? Das ist natürlich auch alles unglaublich, was wir alles noch vorhaben. Ne? So. Ihr wisst ja auch, ich bin noch an der Mondstation. Ich war da bisher auch nicht mehr. Ne? Es ist jetzt hier... Guck mal, die Folge 74. Ich glaube, wir nennen diese Mondstation auch Station 74. Na? 1974 war ja so eine Hochburg des Science-Fiction Fernsehens und Film und keine Ahnung. Von daher würde sich das ja... ganz gut machen. Die Station 74. So, jetzt fülle ich hier schon mal ein bisschen auf. Soweit es geht. Und dann können wir ja noch ein bisschen die Hacke holen gehen. Habe ich noch mehr Erde dabei? Ja. Brauche ich ja viel mehr, als ich dachte. Völlig falsch eingeschätzt jetzt den Arbeitsaufwand von dieser Erdaktion hier. Da, 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 da. Eigentlich sollte ich ganz aushöhlen, ich weiß, aber ich bin zu faul. Ja. Wir haben aber schon genug Diamanten. Wir werden jetzt langsam dekadent, ja. Was sollen wir da noch finden da unten? Kann nicht mehr viel sein, das würden wir jetzt ja schon teilweise sehen. Meistens sind die Ressourcen ja nicht an einem, in einem Block, sondern so an mehreren Blöcken am Stück. Und von daher. So, die Erde haue ich noch weg. So, dann hole ich mir, dass wir jetzt gar kein Slime hier hatten, das finde ich jetzt komisch. Die lassen mich doch wohl nicht im Stich. Ist auch alles noch ein bisschen öselig, das muss man dann schon alles mal ein bisschen schöner machen. Ja, ist Cobblestone und auch keine Axt dabei, keine Hacke. Ja gut, 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 gut. Dann lassen wir jetzt hier das Zeug wenigstens, oder pass auf, dann tun wir mal unten zwei Bäume hin. So als Test, ja. Dann können wir schon mal sehen, ob die... das funktioniert. Ich hatte auch... Ja, das können wir noch machen. Ja, das können wir noch machen, genau. Ein bisschen noch so, was ich sagte hier von wegen Holz mal in die Wände noch so einziehen, um dann da auch Hecke ran zu klatschen und solche Geschichten. So, auf, machen wir hier mal so einen Baum. Zack. Ja, und da noch einen hin. So. Und dann gucken wir mal. Keine Ahnung, am besten querbeet irgendwie so, ne, querfeld ein. Oder da vielleicht, das bietet sich gerade an, da ist so eine Lücke, hauen wir einfach mal so ein bisschen, ne. Na? Warum habe ich Birke genommen? Nur so, ne? Das war einfach... war ja gerade vorhanden, irgendwie. So, machen wir auf der anderen Seite noch ein bisschen, dass das wieder nicht so streng aussieht, ne? Aber brauche ich ja noch richtig viel Erde hier, um das aufzufüllen. Und... ah, das geht gar nicht, ne? Ein Grasblock brauchen wir da auch noch irgendwie. Wie kriegen wir das denn grün? Da muss ich jetzt aber erstmal wieder nachdenken, wie wir das denn hinbekommen.
Muss ich mit den Cheaten? Den Grasblock? Halt, wenn das grün wird, muss das ja irgendwo einen Grasblock haben. Das weiß ich jetzt gar nicht, wie ich das mache. Gut, müssen wir uns was einfallen lassen. Ihr habt da bestimmt auch eine gute Idee. Ich lasse sie jetzt einfach mal wachsen. Wahrscheinlich müssen wir auch die Höhle noch weiter aufschlagen, damit das noch irgendwie, ne, damit auch weiterhin eine Slime-Höhle bleibt. Jetzt hier alles voll baue, spawnt hier vielleicht wieder nichts. Obwohl, ist, glaube ich, noch groß genug. Das ist ja noch groß genug, Jahre. Inzwischen habe ich auch gelernt, dass ich so rum hier von der Leiter kletter, damit ich hier nicht so rum rausklettere und dann da über die Brüstung falle. Ich lasse jetzt hier den Heckenkram liegen. Wolle. Warum habe ich so viel Wolle dabei? Das ist ja wohl ein Ding. Macht auch nichts. Ich glaube, das ist noch von der Insel Karl des Kahlen. Von Station 74. Auf jeden Fall haben wir das Projekt auch mal angeleiert. Da seht ihr jetzt auch, dass ich da irgendwie reagiere, ne, wenn Leute auch eine Idee haben. Ist mir im Prinzip auch wurscht, wo ich diesen unterirdischen Dschungel baue. Ich finde diese sowieso interessant. Es gibt sehr viel auf unserem Server. Hat fast jeder eigentlich so einen unterirdischen Dschungel oder irgendwie eine unterirdische Baumschule. Ne? Aber ich habe sowas auch noch nie gebaut. Ich finde es aber schön und deswegen, warum soll man es nicht machen? Jetzt nehme ich auch den Zug nach Hause. Wozu haben wir den? Ne? Außerdem ist wahrscheinlich gerade Nacht. Oh mein Gott. Wo ist der? Leute, das ist... das ist also, da ist nur ein kleiner Gang für Redstone hinter, für die Redstone-Leitung. Da ist der gespawnt. Na, soll er doch. Na, jetzt bergauf. Seht ihr, das geht reibungslos. Wunderschön. Im Tunnel darf eigentlich auch keiner jetzt sein, weil wir hier alles abgesichert haben. X! Okay, lassen wir uns da stehen und ein bisschen direkt auf Startposition. Weil es mal schnell gehen muss, ne? Ich schaue nach draußen. Es ist wirklich tiefste Nacht. Was ist das denn? Achso, da wollte ich mal ein Sichtfenster machen. Oh, es wird gerade Tag. Ja, praktisch. Praktisch, praktisch, praktisch. Das ist ja sehr praktisch. Da würde ich nämlich vorschlagen. Ich grab jetzt mal ein bisschen Zeug in meine Taschen rein. Eine Spinne lauert draußen. Sehr interessant zu wissen. Koppelstein brauchen wir eine ganze Menge. Werkzeuge habe ich. Hacken, Schaufel, noch eine Hacke vielleicht. Noch ein Schwert auch. Ja. Schwert auch, so. Fackeln, Fackeln. Oh, Fackeln sind nicht so... so angesagt. Holz überhaupt. Holz auch nicht. Nehmen wir die erstmal mit und dann nehmen wir noch Leitern. Leitern brauche ich unbedingt. Ja, komm, das ist erstmal übertrieben. Ja. Stack Schönstein kann jetzt auch nicht schaden. Ja, das ist schon mal eine ganz gute Sache. So, Holz, das können wir uns unterwegs noch holen. Wir wollen jetzt sowieso noch auf... Ich möchte zurück zur Station 74. Um, und da auf dem Weg dann auch noch ein bisschen Holz fällen. So, um da jetzt auch mal noch ein bisschen das auf Trab zu bringen, noch ein bisschen rum zu experimentieren. Damit ihr jetzt nicht Folge für Folge warten müsst, bis ich mal wieder da bin. Also so biete ich euch hier die Abwechslung pur. Oh, da, der will uns auch ein bisschen hier für Abwechslung sorgen. Was brennt die denn jetzt erst? Sind wir noch so früh unterwegs? Laufen wir hier mal, hab mich schon wieder erschreckt da vor dem, vor der Kuh. Da ist unser Boot. Zack, und los geht's. Die Richtung.
Perfekt, unsere Hafenbucht. Das wird alles hier noch befestigt. Ich sehe es schon kommen. Das soll auch so richtig schön ausgebaut werden mit Steinboden und allem, ne? Richtig so schön befestigt. So, wie war denn der Weg jetzt? Ich hoffe, ihr habt aufgepasst und könnt mir noch sagen, wo ich lang muss. Erstmal da an diesen Bäumen vorbei. Und so ein bisschen rechts halten. Wah! Nicht so weit rechts. Ich wollte auch nur mal nach dem Lavasee gucken. Kann man auch noch mal irgendwann. Entweder mal, ich erkläre den zu einem Naturdenkmal, dass man den nicht mehr anrühren darf. Ja, oder man baut da eben auch noch mal was Schönes. Was für sich so ein warmes Bad, so ein, ne? Heiße Quelle halt, ne? Wie sowas. Ist ja ein Kurort, da muss man sowas schon mal haben. Ne? Mineralienhaltiges Wasser und sowas und irgendwelche heißen Quellen, wo man seine Füße drin reinhängt. Da ist wieder ein Tintenfisch. Lasse ich jetzt mal, denn ich will jetzt hier so richtig straight, um da dann auch mal wirklich auch vielleicht noch die nächste Folge mal schön was zu bauen, so damit da mal ein bisschen was in Form kommt. Hops. Und ja, klar, das wusste ich. Das wusste ich. Das war mir völlig klar. Ne, völlig klar. Ich lerne das nie. Ich lerne das nie. Das hatten wir schon öfters mal das Problem. Leute, die länger dabei sind, die wissen das natürlich. Gibt ja schon so richtige Minenarbeit. Profis, ja, die wissen schon alles. Was ich jemals gesagt habe. Ich finde das super. Oh, guck mal da hinten. Seht ihr das? Das wird imposant aussehen später. Also wirklich Science-Fiction-like. Diesen Baum, den wollte ich vorhin schon klauen. Da hatten wir aber wenig Zeit, deswegen habe ich ihn stehen gelassen. Oh, Inventar voll, ne? Ja, super. Tolle Idee gewesen. Haben wir denn irgendeinen Schrott dabei? Ja, die können wir dann eher hier lassen. Weil sie sind ja weniger wert als jetzt hier so viele von denen. Ne? Ist ja wohl klar, oder? Komm, den nehmen wir auch noch eben mit. Damit unsere Mondlandschaft auch wirklich richtig mondlandschaftlich aussieht. Das tut sie zwar schon, aber was soll's. So. Ups. Ja, auch mit dem Fuß unten, wenn ich den so durchgehend baue. Ich glaube, das mache ich auch direkt mal so. Ich glaube, das sieht einfach besser aus. Naja, so. Ja, irgendwo muss ja ein Eingang sein, ne? Damit man da auch hinkommt. Mache ich das einfach am besten so. Ja. Mal eben hier die Lage checken. So, was ist denn los hier so? Aha, nicht schlecht für Hand gemacht. Ja. Komm mit, du Baum. Jetzt wollte ich den fällen. Ich denke, was ist das denn für ein Baum? Schnurstracks wäre ich da jetzt mit meiner Axt drauf losgestürmt. Und hätte da jetzt, was weiß ich, unsere komische Mondstation abgehauen. Oh, ui. Ja, es ist halt der Mond, ne? Der Atompilz. Laub lasse ich jetzt da mal verwesen. Mir doch egal. Ja, das hat was. Jetzt wird die Leiter dann gebaut. Dann kommen wir da auch mal schön rauf und runter. So, guck mal. Tralala. Ne? Tralalali, tralalala. Machen wir das mal schön zu, damit wir da nicht runterfallen. Ich kenne mich doch. Und dann werden wir auch mal die Ecken eben reparieren.
So, da muss ich mir nämlich auch Gedanken machen, wie ich denn ja auch so das Dach drauf baue. Ein Dach wird dann natürlich auch noch ein großes Problem. Da weiß ich gar nicht, wie das jetzt sein soll. Wir wollen ja auch mehrere von diesen Pilzen bauen, ne? Und, die sollen alle so ein bisschen anders aussehen. Also jetzt nicht alle gleich. Also das weiß ich jetzt nicht, ne? Mal gucken. So. So. Also, ob da jetzt eine Glaskuppel drauf soll, das Problem ist, das Ding ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Ne? Je nachdem, was ich jetzt hier machen will. Wo geht's denn runter? Hier. Das ist nicht so von der Fläche her nicht so wahnsinnig groß. Wenn ich jetzt hier so eine Kuppel drauf baue, von da nach da und zurück und auch von da nach, ne? Also, obwohl es müsste eigentlich ist es gerade noch gehen, ne? Wenn man die Seitenwände erstmal so ein bisschen höher macht und dann oben eine Kuppel drauf, ne? Obwohl ich das schwierig finde. Da muss ich mir nochmal eine Notiz machen. Wie ich denn das am besten konstruiere, damit das dann auch rund wird. Also erstmal so ein Bogen drüber. Und hier auch und dann zwischendurch irgendwie so Glas verbinden. Ne? Puh, aber das, wie gesagt, da habe ich jetzt überhaupt nicht den geringsten Plan, wie man sowas baut. Da muss ich mir jetzt nochmal ein bisschen Gedanken machen. Wie gesagt, ich weiß, dass es so Tools gibt, aber das hilft es mir auch nicht so, weil zählen und alles, das muss ich dann ja immer noch selber tun im Spiel. Und meine Güte, ne? Irgendwie eine Form werden wir schon hinbekommen, sag ich mal. Jetzt gucke ich nochmal von unten. Vielleicht könnte man auch wahrscheinlich schon mal ein bisschen Licht anbauen. So, auf diese Füße. Ach, dann baue ich hier oben aber auch noch eine Kiste. Es hat ja lange nicht mehr geregnet hier, ne? Hier unten Fackel, da drückt man dann immer voll rein, wenn man so ankommt. Aber hier so. Dann. So. Ich schau mal, dass ich oben vielleicht schon mal so eine Kiste hinstelle. Dann können wir ja oben schon mal ein bisschen werkeln. Auch auf jeden Fall noch ein bisschen Licht. Gut, dass ich Fackeln mitgenommen habe. Sonst hätten wir jetzt keine dabei. Und dann wäre es dunkel. Verdammt dunkel. Und dann hätten wir hier vermehrten Monsteralarm. So, jetzt reicht es aber auch mit den Fackeln. So. Ach, ein bisschen Holz. Ein Crafting Table und also auf Deutsch Werkbank. Und dann machen wir nochmal hier so ein bisschen ein, zwei Stückchen da rein. So, und dann haben wir auch gleich so eine Kiste gebaut. Und da können wir nämlich unser Inventar ein bisschen reinlegen und dann ist das alles wunderschön. So. Lalalala. Da könnte ich mir eigentlich schon mal so ein bisschen von oben angucken. Wo hier, was habe ich denn vor? Ich wollte Sachen in die Kiste legen. Ich könnte mir dann angucken, wo so ein wenig all das Kostbare hier. Lass ich alles mal erstmal hier. Das ist okay, das ist eigentlich auch alles okay, so. Ja, schon stark irgendwie. Die Bäume stören mich. Bäume müssen tot gemacht werden. Der da. Den habe ich schon angepeilt. Ah! Apropos tot gemacht werden. Das war jetzt wieder kein gutes Timing. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das schaffen werden. Monster kommen ja sowieso immer erst nach Mitternacht. Vorher kann da überhaupt nichts passieren. Das Schaf. Das guckt mich schon so erwartungsvoll an. Komm mal her, du Schaf, komm. Ja. Mal guck mal, wie das aussieht. Das ist völlig geil. Entschuldigung, das wollen wir jetzt sein. Ne? Ich hätte auch sagen können, das macht mich lüstern.
Na? So. Schön ist das. Schön ist das. Ja, guck mal, da passen noch mehr von diesen Pilzen hin, in verschiedenen Höhen. Also bestimmt noch eins, zwei, drei oder sowas noch dahin. Dann haben wir insgesamt vier, jetzt nicht so kreuzförmig anordnen, nicht so symmetrisch. Das würde mir nicht gefallen, glaube ich. Das wäre uninteressant. Die würden sich dann auch gegenseitig immer im Weg stehen, keine Ahnung. Ich glaube, ich mache das dann lieber so ein bisschen asymmetrisch. Vielleicht baue ich da einfach schon mal noch so ein Ding hin, vielleicht in einer anderen Höhe, ein bisschen niedriger, ein bisschen größer, ein bisschen höher, ein bisschen kleiner, sowas in der Art. Und auf dieser Seite erstmal nicht, weil da jetzt irgendwie was anderes ist, keine Ahnung, anderes Tal, andere Welt, anderes Glück. Trotzdem, ne? Ich glaube, ich baue nochmal so einen Fuß. In der Zwischenzeit überlege ich mir auch noch, wie ich die Kuppel baue oder was weiß ich. Man braucht ja keine, nicht unbedingt eine Kuppel haben drauf. Habe ich die Zaunstangen oder so? Bäume? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Lass uns mal überlegen. Das wird auf jeden Fall interessant und beim nächsten Mal sehen wir, wie es weitergeht. Ne? Und ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein bei minenarbeit.de. Lasst euch mal blicken und bis dann. Euer Vorbuller. Ciao.